Neue Bälle. Auf geht's, sagt sie nochmal. Der war daneben. Der war daneben. So, Kick über die Rückhand normalerweise. Und das heißt, zwei Matchbälle für Julia Görges. Und ehrlich, bei aller Neutralität, denn ich finde auch, Stoser hat das gerade in den wichtigen Phasen hervorragend gemacht. Das hätte sich die Jule mal verdient, denn das ist schon sehr nervenstark, wie sie geblieben ist. Sie hat weniger Probleme gehabt bei ihren Aufschlagspielen. Zwei Matchbälle. Volles Risiko. Eine ganz starke Leistung. Und das ist verdient. Na klar kann man sagen, knappes Match, aber wir haben tolles Tennis gesehen und vor allen Dingen von der Mentalität. Da hat mir Julia Görges heute wirklich ganz besonders gefallen. Die Körpersprache durchgängig gut. Es gab kaum mal einen Hänger und sie hat immer an ihre Chance geglaubt. Sie ist früh auch in diesem dritten zurückgekommen und sie hat ihr Ding wieder durchgezogen. Also, das Gesetz der Serie im Vergleich dieser beiden hält. Denn wer den ersten Satz gewinnt, gewinnt auch das Match. Und es ist schon der dritte Erfolg gegen Samantha Stoser. Und jetzt geht es gegen Marion Bartoli. Eine blitzsaubere Leistung von Julia Görges.